Zurück bei Our Worst Fears, Blumen des Todes. Im letzten Part haben wir ja angefangen zu spielen. Wir spielen diesen netten Herrn hier, der ein komisches Blumentattoo hat, und seine Freundin, die nun hier in einer psychiatrischen Praxis sind, wo sich der Psychiater erhängt hat, und der hatte auch ein Blumentattoo, und das ist verdächtig. So, wir brauchen jetzt ein Seil. Das haben wir schon. Und eine Taschenlampe. Der Boden ist stockfinster, ich brauche mehr Licht. Ja. Außerdem brauchen wir hier noch USB-Stick und ganz viel Kram. Und leider habe ich keine Ahnung, wo dieser ganze Kram ist. Man sollte meinen, hier wäre irgendwie eine Wimmelszene, ist aber keine. Wir lassen uns jetzt einen Tipp geben. Was ist das denn? Ach, die Tasche. Da habe ich so oft hingeklickt auf diesen Tisch. Also wirklich. Was ist das denn? Ach, das ist so eine Art Geschichtsbuch. Also wo nicht, also wo aufgeschrieben wird, was passiert. Ach, ich muss jetzt das Brett immer anklicken, was oben liegt. So ein bisschen hier wie Mikado spielen für Fortgeschrittene. Oh, was ist das denn? Victor, ich habe Angst, was war das? Ich weiß es nicht. Offenbar sind übernatürliche Kräfte am Werk. Aber mehr sagt ihr da nicht zu? So, haben wir jetzt alle Buchstaben? Erstickung? Kann das sein? So, jetzt fehlt nur noch der Zettel mit dem Passwort. Ich muss tatsächlich nachgucken, wo das ist. Was? Oh. Was für ein trauriges Gemälde. Oder ist es ein Foto? Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was er gesagt hat. Schlecht. So, was sagt er hier? Was muss ich jetzt hier machen? Da, das ist 10 Uhr 25. Aha, der Tresor ist offen, es ist etwas darin. Der Zettel mit dem Passwort, na endlich. Habe ich doch gemacht. DVD einlegen. Wo muss die denn rein?
eigentlich ist der Rechner doch hier, oder? Wo lege ich denn jetzt die DVD ein? Hä? Wo ist denn das Gerät, wo die rein muss? In die Tastatur oder was? Ach, da unten, okay. Du hast die CD eingelegt. Schau dir das Video an. Hast du Angst vor Kriminellen? Hast du Angst, sie zu fangen? Ich habe Angst, jemanden zu töten. Ich kann einfach nicht schießen, geschweige denn zielen. Ich verstehe, es kann schiefgehen, aber meine Methode ist sehr speziell. Du musst noch heute Abend nach Schottland fliegen und an einer Seance teilnehmen. Schottland? Das klingt interessant. Klar, ich würde gern dorthin. Großartig. Hier ist der Patientenvertrag. Wir müssen ihn beide unterzeichnen. Wir müssen nach Schottland fliegen und gründlich ermitteln. Aber wo fangen wir mit der Suche an? Hast du die Mappe gesehen, die der Doktor in den Händen hielt? Wir müssen die Mappe finden. Vielleicht enthält sie wichtige Informationen. Wir brauchen hier einen Umriss einer Tätowierung von der Schriftrolle. Bleistift. Ah, die Patientenakte. Okay, also wir brauchen hier noch einen Stift. Finde ich jetzt so ein bisschen doof hier, dass man hier so die Nadel im Heuhaufen sucht. Jetzt nicht, ich meine, das bei Wimmelbildspielen ja okay, da muss man suchen, aber dass hier keine Wimmelbildszenen sind, sondern man einfach hier stupide alles abklicken muss, das ist schon nervig. Ich habe leider keine Ahnung, wo der Bleistift sein soll. Boah, wie oft habe ich dieses Gitter schon angeklickt und nie konnte ich was machen. Dort sind einige Papiere hineingefallen. Du benötigst einfach nur das Gitter aufzustellen. Ja, danke. Das habe ich schon ungefähr 500 Mal angeklickt und nie konnte man was machen. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Aber nun ja. Man kann nicht alles haben. So, dann gucken wir doch mal, wohin uns das jetzt hier führt. Ja, so ein Dreieck hier, geil. Was? Wo soll das denn hin? So, machen wir mal eben normal weiter. Okay, das müssen wir irgendwie aufhebeln.
Ihr gesehen, das hat geblinkt. Warum blinkt das? Man weiß es nicht. Also, dass das selbst auch schwer blinkt, überrascht mich. So, und wir haben jetzt eine Strickleiter. Das Geile ist, wir haben in dem Ding gerade eine Brechstange benutzt, um an die Strickleiter zu kommen. Natürlich nehmen wir die nicht mit. Wo? Ja. Entschuldigung, ich bin aus Versehen aus dem Bildschirm rausgegangen. Wo kriege ich denn jetzt die Brechstange her? Hier ist auch immer noch diese Gartenschere, die wir nicht nehmen können. Ich kann auch den Bleistift nicht finden. Okay, die hätte ich, glaube ich, niemals gefunden. Oh. Und der letzte Buchstabe. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut war. Also, na? Mithilfe dieser Buchstaben an der Wand könnte man einen Durchgang öffnen. Also, wofür da jetzt Erstickung steht und warum wir nur dadurch auf das Tattoo gekommen sind. Auf dem Hals. Ach, vielleicht deswegen. Na gut, es kann sein. Füge ein Symbol ein. Der Staub im Lichtstrahl bildet eine Art Symbol. Schüttel den Toner darüber, um sie besser zu sehen. Okay. Wir müssen hier also noch ganz schön viel Crap finden. Ja, wir brauchen immer noch den Bleistift. Und dieses komische Fläschchen mit dem Toner. Ich bin mir so sicher, dass das rote hier ein Bleistift ist, aber es ist wohl keiner. Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal alle Bilder absuchen. Ich ja verrückt bei. Ach, das ist der Toner. Ah, okay. Irgendwie war ich mir sicher, dass der grün ist. Okay. Da haben wir jetzt das Symbol. Ah, das muss da oben hin.
Zwei fehlen noch. Ich sehe eine seltsame Engelsstatue und darauf sein blasses Symbol zu sehen. Ah, jetzt geht das alles auf einmal, ne? Das, was die ganze Zeit nicht ging. Wir brauchen jetzt einen Ventilgriff, einen Krug und einen leeren Krug. Und eine Gartenschere. Oh, hier ist ja ein Wimmelbild hinter, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Das sollten wir jetzt recht schnell wegkriegen. Das war's schon, wir haben jetzt den Krug und den Griff. Oh, wir haben gleich zwei Gegenstände gefunden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise findet man ja immer nur eines. Also ein Teil eines Gegenstands, ein Gegenstand. Das Gegenstand, genau. Okay, der Krug ist so plastikgelb. Das sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Wie dreht man das Wasser an? Oh. Aha, so war das gedacht. Okay. Jetzt gucken wir, ob wir irgendwas finden, wo das dritte Symbol sein könnte. Das würde ich nämlich gerne noch finden. Hier unten irgendwo. Da habe ich gerade auch schon hingeklickt, aber gut, so Bereich abgeschlossen. Oh, und wir sind im nächsten Wimmelbild, aber ich würde sagen, ach, scheiß drauf, wir machen das jetzt noch. Da unten ist auch der Bleistift, da kann ich ja lange suchen. Oh. Ja, entschuldige mal, ich ging davon aus, hier jetzt was anzuklicken. Die Musik erinnert mich stark an Postmortem übrigens. So, wofür brauchen wir jetzt die Kerze? Also das Feuerzeug meine ich nicht, die Kerze. Hä? Hier war doch gerade.
Ah. Deswegen konnten wir auch gerade nichts machen hier, weil es zu dunkel war. Okay, wo ist hier der Bleistift? Ihr habt den bestimmt schon, oder? Ja, okay, das war jetzt gar nicht mal so unoffensichtlich. Patient an Schauplatz der Science irgendwas. Interessant. Ans Adresse ist hier nicht aufgeführt. Dafür wissen wir jetzt, wo ihre Science stattfand. Das ist ziemlich weit weg. Mary, sieh mal hier. Ann ist auch eine Patientin des Doktors. Sie litt unter einer Phobie vor Herzinfarkten. Und sie war am Herzen tätowiert. Ganz schön schräg. Könnte aber auch Zufall sein. Anne, nicht an. Das glaube ich nicht. Du hattest eine Schießphobie und eine Tätowierung auf dem rechten Arm. Du schießt mit rechts, stimmt's? Und der Doktor, der sich erhängt hat, hat eine Tätowierung am Hals. Das kann kein Zufall gewesen sein. Wie immer schnappte sich Victor den Fensterplatz im Flieger. Er ist eben die Nummer eins. Alte Berufsgewohnheit. Aber Fensterplatz hin oder her. Die Schmerzen seiner Schulter wurden immer schlimmer. Mary versuchte, ihn abzulenken. Victor, was meinst du? Woher kommt meine Phobie? Viele Frauen haben Angst zu gebären, oder? Aber sie tun's immer noch. Deine Mutter starb durch Geburtskomplikationen. Kein Wunder, dass du Angst vor dem Entbinden hast. Wenn weder Anästhesie noch Narkose helfen? Hey, ich weiß. Ich schäme mich heute noch, dass ich den Arzt die Nase gebrochen habe. Aber als er die Tätowierung entfernte, wurde der Schmerz unerträglich. Das ist nicht deine Schuld. Es liegt alles an der Tätowierung. Das ist bestimmt keine gewöhnliche Tätowierung. Ihretwegen hat sich sogar Dr. Gray umgebracht. Übrigens ging es mir in Dr. Grays Praxis viel besser. Hoffentlich lässt der Schmerz in diesem Tempel nach. Kapitel 2. Indien. Brishtaputra-Tempel. Niemand hat je vom Brishtaputra-Tempel gehört. Victor verließ das Hotel nur selten. In der klimatisierten Luft seines Zimmers waren die Schmerzen erträglicher. Mary suchte nach dem Ort, an dem die Seance abgehalten wurde. Sie recherchierte sehr gründlich. Doch Internetsuchen, Telefonate und Anfragen in Reisebüros und auf Marktplätzen blieben erfolglos. Und hier ist Mary. Heute kam sie etwas früher als sonst. Ich habe heute was gefunden. Hey, hast du diesen Tempel gefunden? Bis jetzt nur ein Hinweis. Er ist irgendwo auf einem kleinen Flugplatz. Es heißt, es hätten sich schon andere nach dem Tempel erkundigt. Ich musste den richtigen Namen nennen, um den Brief zu erhalten. Hast du Anne gesagt? Können wir jetzt gehen? Aber das ist kein Brief. Anne gab dem Flugplatzangestellten einen Umschlag und bat ihn, ihm einer Person zu geben, die sich über den Tempel erkundigt und ihren Namen kennt. Und was war in dem Umschlag? Fragmente von Spielkarten und ein Zettel mit einem seltsamen Satz. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Schauen wir mal. Mein junger Freund hatte nur zwei Fehler. Er hatte keinen Respekt vor Senioren, aber zu viele Damen. Und mein Vater wollte, dass sein Sohn bei Zeiten 35 würde, da er bereits ein Ass in seinem Beruf war. Ich überlege gerade, ob wir das jetzt noch machen. Nee. Das machen wir beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich mache hier einen Schnitt und ja, wir sehen uns. Bis dahin.